Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Und heute zeige ich euch einen super einfachen Trick für ganz tolle weihnachtliche Kratzbilder. Und zwar benutze ich dafür diese Keksausstecherchen hier. Ich habe hier schon mal einen mit einem Tannenbaum gemacht und da dann einfach so ein paar Linien noch reingekratzt. Und ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal hier mit dem runden Ausstecher und dem Herzchen. Dafür nehme ich erstmal hier mein Kratzbild. Den runden Ausstecher mittig drauf und ich habe hier so einen kleinen Holzspieß, damit kratze ich dann in das Kratzbild hinein, einmal ringsherum um den Kreis erstmal und den Kreis habe ich hier jetzt schon mal und dann kommt das Herzchen hinein. Und hier habe ich dann das Herzchen in dem Kreis drin. Ich mache es jetzt auch so, dass ich hier so ein paar Linien noch reinkratze, die dann so über den Kreis drüber laufen. Das Herz spare ich dabei aus. In das Herz habe ich jetzt noch so ein paar Wolken reingekringelt und ja, ich muss sagen, es macht immer Spaß mit diesen Kratzbildern und ja, mit den Ausstechförmchen ist es halt nochmal so ein bisschen was anderes, so ein bisschen was Weihnachtliches und ja, wenn es das Video euch gefallen hat und die Methode auch, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, das auszuprobieren oder ihr habt noch mehr tolle Ideen für Kratzbilder, schreibt es alles einfach unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!